doch bitte mit, ja. Flieg mit mir heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like da, macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Hoffe, ihr seid ready. Ich bin's nicht. Wie immer bin ich nicht ready, weil ich genau weiß, ich werde jetzt in den nächsten, sagen wir mal, es dauert noch 10 bis 15 Sekunden. Dann sitze ich wieder hier und bin völlig enttäuscht. Der Klassiker, Digga. Der Klassiker. Let's go. 3, 2, 1. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden, dann sitze ich wieder hier und bin enttäuscht. Man kennt's doch. Man kennt es nicht anders, Digga. Man kennt es nicht anders von diesen Packs. Ja, und jetzt bin ich schon enttäuscht. Es waren nur 5 Sekunden, Digga. Es waren nur 5 Sekunden. Uruguay, Stürmer. Ah, ich dachte Suarez, Digga. Ah, da ist ja Suarez, WTF. Ich dachte gerade WTF, da muss Barcelona kommen. Aber ist Atletico Madrid, normal. Ist ja Suarez, ist ja gewechselt. In den Trikot bringe ich auch kein Pack lag. 87er wieder gezogen, ey. Nee, ich könnte kotzen, Digga. Aber, ein 87er aus so einem Pack ist einfach bitter, Mann. Er ist einfach bitter, Digga. Das hat er eigentlich. Digga, seine Ohren sehen ganz kurios aus auf dem Bild. Digga, deswegen hat er, glaube ich, den anderen immer die Ohren abgebissen, weil seine Ohren ganz kurios da gerade aus dem Bild aussehen. WTF, Digga. Er war neidisch auf ein schönes, saftiges Ohr, Alter. Hat er gesagt, Alter, wenn meine Ohren so kurios krumm sind, dann beiß ich den anderen auch die Ohren krumm, Alter. Eiskalt Suarez, 90 Schuss ist stabil, Maschine eigentlich, richtig gut drauf bei Atletico. Ich weiß auch immer noch nicht, warum Barcelona den abgegeben hat, ehrlich gesagt, ey. Also bei Atletico zeigt er noch, was er drauf hat. Auch, weil das ist gar nicht so alt, ne? Ich glaube 31 oder so. Aber es ist bitter, Digga. Das Ding ist 87er, wie immer. Ich sag's euch wie immer jetzt schon voraus, wird wahrscheinlich jetzt noch ein 86er drin sein. Und dann 385er, der Klassiker. 87er, 86er, 385er. Das ist so ein Klassiker bei diesem Pack. Das ist so ein absoluter Klassiker und eigentlich komplett Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Also, wenn du einen 87er ziehst, dann ist eigentlich schon immer... Dann kannst, also wenn du einen 87er ziehst, kannst du eigentlich auch direkt einen 86er oder einen 85er aus dem Pack ziehen, weil das ist gleichzusetzen, ey, ohne Scheiß. Ist fast gleichzusetzen. Immerhin noch einen zweiten 87er mit Di Maria und Piqué, immerhin drei Walkouts. Ich hätte gedacht, es wird jetzt wieder ein 86er und 385er. Ricardo Pereira, ich ziehe ihn so oft in diesen Packs, das ist unnormal, Alter. Normal. Digga, immer ist Pereira am Start. Di Maria auch noch am Start. Naja, zwei 87er Walkouts. Naja. Kann man jetzt, also. Digga, ich kann das Pack jetzt nicht gut reden. Was soll ich sagen, Digga? Was soll ich sagen? Ich kann das Pack nicht gut reden. Das Einzige, was man daraus ziehen könnte und sagen könnte, okay, drei Walkouts. Drei Walkouts, immerhin noch eine bunte Karte, Special Card, Champions League Karte von Icardi. Ja. Und, mehr positive Sachen kann man aus diesem Pack leider nicht ziehen, ehrlich gesagt. Also, das waren schon alle positiven Punkte, die ich jetzt hier aus diesem Pack rausziehen konnte, Alter. Schade, schade, Alter. Ey, ist so bitter, ne? Ohne, weil jetzt, das ist einfach bitter. Das ist einfach bitter. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig zu sehen, ey. Man wird so enttäuscht, ey. Leute, das war's von dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1000 Likes voll, Leute, ja? Checkt gerne den Shop aus. Ihr wisst es. Schreibt gerne auch wie immer rein, was ihr gezogen habt, ne? Ich hoffe, es war besser. Ich hoffe nur, es war besser als Suarez. Schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack war insgesamt. Ihr wisst es, lasst uns gleich. Ich sag, ey, ich will nichts sagen. Ey, wir lassen das Thema mit den Walkouts einfach. Und im 83er Pack bei 25 Spielern ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch zu 100% oder dass da ein Walkout drin ist. Also von daher könnt ihr gerne mal reinschreiben. Hashtag 83 oder Hashtag 85, welche Packs sollen wir machen? Ich muss aber sagen, ich vertraue auf die 85er Packs. Und es dauert nicht ganz so lange wie die 83er Packs, von daher, naja, egal. Aber bringt uns auch nichts, wenn da nichts drin ist, von daher,
Naja, wir gucken einfach mal, Leute. Wir öffnen das Pack jetzt. Ich will nur was Blaues, Alter. Ich will, okay, ich will... Egal. Ich sage einfach gar nicht, was ich haben will. Es kommt eh nicht das, was ich haben will, Leute. Ihr kennt es doch, von daher. Ich will gar nichts, Digga. Ich will einfach gar nichts haben. Dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Ihr kennt es doch. Wenn man nichts haben will, kann man auch nicht enttäuscht werden. 3, 2, 1, Nosepack. Nase des Packlachs. Let's go. Gönn. Gönn. Gönn, Alter. Ja, es wird wieder nichts Blaues, Alter. Ey. Er gönnt einfach wieder nicht. Er gönnt einfach wieder nicht Portugal. Ey, Mittelstürmer, wer ist das denn, Alter? Manchester City. Und Inform, wer ist das? Bernardo Silva ist der Mittel... Digga, Bernardo Silva. Nice, Alter. Inform, Bernardo Silva. Ist gut, aber Portugal, Digga, das ist so bitter. Ey, das ist so bitter. Portugal Walkout. Portugal Walkout. Portugal Walkout, Brudi. Portugal Walkout. Portugal Walkout. Ich sag's nochmal. Portugal Walkout. Dann wird's Bernardo Silva. Ich kacke in die Hose, Alter. 93 Dribbling. Tempo stabil. Schuss ist stabil, Pass ist stabil. Es ist aber nicht Ronaldo, ey. Ich wusste gar nicht, dass er Mittelschirmer Inform bekommen hat, Alter. Fresche Sache. Aber das FC Sion Trikot sieht Chocuzel aus. Chocuzel, Alter. Chocuzel, dieses Trikot. Sieht echt nice aus, Alter. Einmal in diesem Trikot auflaufen. Ja, wo ist der Traum? Warum sind die Stutzen nicht auch Camouflage und die Hose? Das ist eine Frechheit. Okay, vielleicht ist es ein Real. Ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung. Kann sein, dass ein Real alles Camouflage ist. Muss ich mir angucken. Okay, wir gucken mal, was dahinter ist, Leute. Ist okay. Inform Walkout. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Ja, kann man mit arbeiten. Wir gucken, was dahinter ist, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Komm, zwei Walkouts noch. Bin ich zufrieden. Zwei noch. Komm. Komm, Bruder. Oh, Alisson, let's go. Zwei Walkouts noch. Warum ist Alisson dahinter? Warum ist Alisson nicht vorne drauf? Weil es ein Inform ist. Willst du mich verarschen, Digga? Digga, 90er Walkout. Und Bernardo Silva ist davor. Bruder, ich ziehe auch gefühlt immer Alisson. Immer. Digga, Alisson ist immer dabei. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in diesem Pack schon Alisson gezogen habe. Müller. Drei Walkouts. Kann man mit arbeiten. Das war ein wirklich gutes Pack. Das war wirklich, also, ja. Ja, Leute. Ja. So, Leute. Einer von drei La Liga Spieler. Schauen wir doch mal, was drin sein wird. Wir brauchen jetzt mal was richtig Saftiges. Leute. Gönnt euch die Nice Designs, ne? Checkt's aus, gönnt euch den Merch. Ihr wisst es, ihr würdet mich mit dem Kopf unterstützen. Ich danke euch, Leute. Und schreibt gerne rein, was ihr aus eurem La Liga Pick gezogen habt. Ich bin gespannt. Lasst ein Like, da macht ihr 1 Milliarde Likes von abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Nicht vergessen, ne? Ihr wisst es doch. Und dann schauen wir doch. Bitte, gönn was. Hoffentlich Tots. 3, 2, 1. Let's go. Tots, Tots, Tots. Das ist ein Tots. Das ist Jesus Navas. Boah, Digga, der Rest. Toni Kroos, Piqué wäre auch wirklich lost gewesen, Alter. Puh, Digga. Da haben wir uns noch mal in der letzten Sekunde gerettet, Alter. Ja, gut. Christus Navas. Müssen wir mitnehmen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, geht klar, Digga. Geht klar. Geht natürlich auch besser, muss man ehrlich sagen. Aber irgendwie habe ich die blaue, man sieht ja immer die Seiten so ein bisschen blau, habe ich voll spät gesehen. Ich dachte schon, es wird gar kein Trotz, Alter. Von daher, ja, nehmen wir mit. Christus Navas. 91. Geile Karte. Kommt aber dahin. Allerdings direkt in die nächste SBC ab.